Ja, grüßt euch. Also in Italien dürfen Italiener ohne diesen grünen Impfpass nicht mehr verreisen außerhalb von Italien. Tja, das passiert, wenn man sich einen ehemaligen Weltbankchef, Währungsfondschef oder was auch immer, wenn man sich so einen Psychopathen, wenn man denkt, der könnte was ändern. Wobei man sagen muss, alle Politiker, die ich bis jetzt bei uns in den Medien gesehen habe, sind Psychopathen. Die haben keine Empathie. Das sieht man daran, dass sie als eine riesengroße Katastrophe in Teilen Deutschlands stattgefunden hat, da zwar durchlaufen, sich die ganze Scheiße, auf Deutsch gesagt, anschauen, die da passiert ist, und lachen und Spaß haben und sich freuen und danach nur leere Floskeln von sich geben. An ihren Taten sollt ihr sie erkennen, liebe Freunde, an ihren Taten, nicht an ihren verfickten Worten. Und dann sieht man noch Staatsbedienstete, Polizisten in schwarzen Stormtrooper-Uniformen rumrennen. Jedes Mal, wenn ich, ganz ehrlich, das, was ihr im deutschen Fernsehen seht, ist nicht einmal ansatzweise ein Überblick über das, was da passiert überall mit den Demonstrationen. Die Leute sind friedlich. Vereinzelt gibt es immer Idioten, das habe ich aber schon ein paar Mal gesagt. Die gibt es immer. Die wird es immer geben und das ist halt nun mal so. Ja? Und man weiß auch nicht, wie viele von den wie viele Provokateure von der Polizei wieder dabei sind. Oder vom Verfassungsschutz, die extra dafür abgestellt sind. Oder wie viele Akteure, Krisenschauspieler. Ja, es gibt Leute, die haben keine Empathie, die haben kein Mitgefühl, die haben nichts. Die wissen zwar, wie man Menschen lesen kann, aber die wissen nicht, aber nicht mal ansatzweise, wie es ist, menschlich zu sein. Es geht Psychopathen nur um sich. Und die da oben sind alles Psychopathen. Das dürft ihr nicht vergessen. Die sind auch alle erpressbar. Die haben alle Leichen im Keller. Sonst wären sie nicht so weit oben. Leider schaffe ich es nicht nach Berlin. Gesundheitlich. Das kann ich einfach nicht machen. Geht nicht. Ich schaffe es ja nicht einmal nach München, gesundheitlich, um da mit zu demonstrieren oder nach Ulm. Ach ja, noch was. Wenn ihr euch gefragt habt, wieso in den letzten Jahren die Bevölkerung Stück für Stück entwaffnet wurde, jetzt wisst ihr es. Und ganz ehrlich, wir müssen wählen gehen und wir müssen alle bestehenden Parteien, die an der Macht sind, und also an der Macht meine ich mit im Bundestag und im Bundesrat und in der Bundesversammlung. Alle bestehenden Parteien müssen abgewählt werden. Nun ja. Und wenn das nicht geschieht, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Das deutsche Volk ist tatsächlich so dumm oder schon so ausgetauscht worden. Oder die Wahl ist manipuliert. Deswegen ich auch glaube, dass diese Briefwahl, ich habe in einem Video habe ich mal einen Fehler gemacht. Briefwahl ist nicht so gut. Briefwahl kann man gut manipulieren. Unabhängige Kontrolle existiert nicht. Die Polizei ermittelt gegen sich selber. Die haben gegen uns selber ermittelt und haben nichts Schlimmes festgestellt. Der Bundestag ermittelt gegen sich selber. Wir können keinen Fehler finden. Also, bitte Leute, geht auf die Straße weiterhin. Danke an alle, die es tun, die für unsere Freiheit und für uns kämpfen. Und kommt mir nicht mit dem Gesundheitsargument. Weil die Realität zeigt uns was anderes als das, was uns erzählt wird. Aber der Mensch glaubt halt lieber irgendwas. Wie war das? Der Mensch wählt immer das, wovor er weniger Angst hat. Also, die Leute haben weniger Angst vor der Impfung als vor dem Virus. Ich habe überhaupt keine Angst vor dem Virus. Solltet ihr auch nicht. Das war's von mir bis hier. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne.
Tschüssikowski. Yeah.